Willkommen, hier geht es um die Frage, wie wird Eigentum übertragen und was der Eigentumsvorbehalt ist. Aber Achtung, es geht um die Eigentumsübertragung von beweglichen Sachen. Hier muss man nämlich unterscheiden und hier unterscheiden Juristen auch. Denn bei unbeweglichen Sachen, Fremdwort Immobilien, unbeweglichen, was ja das Wort schon sagt, muss die Übertragung anders stattfinden als bei beweglichen Sachen, weil man eben diese unbeweglichen Sachen nicht bewegen kann. Ein wesentliches Element der Eigentumsübertragung von beweglichen Sachen ist, dass sie bewegt werden vom demjenigen, der übertragen will, zu dem, der die Sache haben will. Man nennt das Übergabe. Ja, das ist die Bewegung der Sache vom einen zum anderen. Und das geht bei Immobilien nun mal nicht. Von daher funktioniert da die Eigentumsübertragung anders. Aber das ist nicht Thema dieses Videos. Es geht hier um die Eigentumsübertragung von beweglichen Sachen. Und da haben wir als Rechtsgrundlage den Paragraph 9, 29 BGB. Und der Paragraph 9, 29 BGB sagt es: Einigung. Das muss zuerst stattfinden und Übergabe. Das ist die Bewegung von einem zum anderen. Einigung, die beiden einigen sich, dass der eine das Buch verkaufen möchte, anderes kaufen möchte. Man einigt sich auch auf den Preis und dann erfolgt die Übergabe. Im Prinzip in meinem Beispiel von Buch auf der einen Seite und Geld auf der anderen Seite. Ja? So, das ist die Eigentumsübertragung von beweglichen Sachen. Ist nicht so besonders schwer. Und jetzt kann man das verknüpfen mit einem Eigentumsvorbehalt. Auch hier gibt es verschiedene Varianten. Ich bleibe jetzt mal hier beim einfachen Eigentumsvorbehalt. Es gibt verlängerte Eigentumsvorbehalte und so weiter. Es gibt hier alles Mögliche. Ich halte den Ball hier jetzt mal flach. Rechtsgrundlage für den Eigentumsvorbehalt ist der Paragraph 4, 49 BGB. Schauen wir da mal rein. Wir sind im bürgerlichen Gesetzbuch, wir sind im zweiten Buch im Schuldrecht. Wir sind 4, 49, das heißt, wir sind im speziellen Teil des Schuldrechts. Es gibt den allgemeinen Teil und den speziellen Teil. Ja, die Abschnitte 1 bis 7 ist der allgemeine Teil und dann kommt hier der besondere Teil ab Abschnitt 8, ab Paragraph 433. Da sind wir. Wir sind bei Kauf und Tausch und damit sind wir beim Eigentumsvorbehalt 1, 2, 3 Absätze. Und was steht da? Hat sich der Verkäufer, ist der, der das Geld bekommt und die Sache gibt, einer beweglichen Sache, das ist unser Thema im Moment hier, das Eigentum bis zur Zahlung des Kaufpreises vorbehalten. Das ist der Eigentumsvorbehalt. Der Verkäufer, der das Geld bekommt und die Sache gibt, sagt, ich gebe dir das Eigentum erst dann, wenn du mir das ganze Geld gegeben hast. Das ist der Eigentumsvorbehalt. Wenn das also passiert ist, ja, und das ist im Prinzip von hier bis hier, das ist der Eigentumsvorbehalt. Ja, so ist im Zweifel anzunehmen, dass das Eigentum unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung des Kaufpreises übertragen wird. Das heißt, wenn der Käufer vollständig gezahlt hat, ist auch das Eigentum übertragen, vorher nicht. Gehen wir zurück. Also, was heißt das? Eigentumsübertragung erst bei vollständiger Zahlung des Kaufpreises. So, das ist der Eigentumsvorbehalt. Der Verkäufer sagt, ich übertrage das Eigentum an dich, lieber Käufer, erst dann, wenn du vollständig bezahlt hast. Das heißt, der Eigentumsvorbehalt kommt auch immer nur ins Spiel, wenn der Käufer nicht sofort in einer Summe zahlt. Dann kommt der Eigentumsvorbehalt ins Spiel. Ja, also halten wir es mal fest, kommt ins Spiel, wenn der Käufer nicht sofort
den gesamten Kaufpreis, also alles, die ganze Summe, zahlt. Ja, das ist der Eigentumsvorbehalt. Ohne das ist das Ganze sinnlos. Ja, es ist nur dann sinnvoll, wenn der Käufer nicht in einem Betrag zahlt, zum Beispiel, weil die Summe ihm erstmal zu hoch ist oder sowieso Ratenzahlung vereinbart ist. Ja, zum Beispiel Ratenzahlung. So, und das sind die Dinge, die man wissen sollte, auch wenn man nicht Jurist ist, weil das eben im Alltag eine große Rolle spielt. Auch hier Ratenzahlungen findet man ja nun in der Praxis auch sehr, sehr oft und die sind dann fast immer auch verbunden mit dem Eigentumsvorbehalt. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.